Ein Highlight jagt das andere. Also heute habe ich wirklich nur Highlights im Gepäck. In dem heutigen Gespielt-Video stelle ich euch wieder 7 Spiele vor, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe. Und ich muss sagen, mir hat einfach wirklich jedes Spiel richtig, richtig gut gefallen. Das eine sofort, das andere vielleicht auch erst nach der zweiten und dritten Partie. Aber in Summe muss ich sagen, sind das alles wirklich richtig coole Spiele. Auf geht's. Das erste Spiel, von dem ich euch berichten möchte, ist Daitoshi. Ja, Daitoshi hat wirklich einen steilen Flug bei mir hingelegt. Die erste Partie war wirklich grausig, muss man sagen. Die zweite Partie war schon wirklich gut und die dritte Partie fand ich wirklich extremst gut mittlerweile. Ist das Spiel bei mir angekommen? Ich, ja, muss sagen, es ist natürlich, es ist immer schwierig bei so einem Kenner- und Expertenspiel, wenn die irgendwie nach der ersten Partie nicht zünden, dem nochmal eine Chance zu geben. Aber bei Daitoshi bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Bei Daitoshi ist es so, dass wir ja in so einem Steampunk-Universum unterwegs sind. Wir möchten die Stadt Daitoshi ausbauen. Das ist quasi so ein Rondell, was wir ausbauen können, wo wir noch neue Worker-Placement-Felder erstellen können oder ja erweitern können. Und das Ganze ja machen wir irgendwie mit Dampf. Das ist, wie gesagt, so ein Steampunk-Ding. Und wir versuchen aber dabei immer so ein bisschen, oder wir müssen dabei immer die Natur so ein bisschen ausbeuten und so, ja, Naturplättchen nehmen, die dann den Spielfortschritt so ein bisschen voranschreiten lassen und in den einzelnen Naturleisten dann noch, ja, Siegpunkte am Ende des Spiels geben, je nachdem, was für Bedingungen man wo erfüllt hat. Zusätzlich zu diesem Rondellmechanismus, bei dem wir unsere Figur quasi immer ja, über das Rondell ziehen können und dann bestimmte Aktionen ausführen können, haben wir noch ja, so eine Produktionsmechanismus. Wir können in unserer Fabrik, die aufgeteilt ist auf 3 Gebäude, Ressourcen produzieren, je nachdem, was wir da so liegen haben. Also wir können uns da auch noch Plättchen holen, um da mehr zu produzieren. Es kostet aber alles immer Dampf. Ja, die erste Partie war wirklich eine Katastrophe, muss man einfach sagen. Wir haben, also die Regel, das Regelheft ist so unglaublich schlecht. Also wie schlecht muss ein Regelheft sein? Daitoshi. Und wie unübersichtlich kann ein Spiel sein? Daitoshi. Es ist wirklich, es sieht schon echt ganz hübsch aus, wenn man dann es gecheckt hat und so. Und das Setting ist ja auch ziemlich cool. Aber so unübersichtlich, muss man einfach sagen. Diese Worker-Placement-Felder heben sich kaum von den normalen Feldern ab, von den, man weiß immer so gar nicht, was zu was gehört. Es gibt so Stadtviertel, aber diese Stadtviertel, wie die sozusagen unterteilt sind, das sieht man auch kaum. Also es ist wirklich, in der ersten Partie ist es wirklich schlimm. Aber wenn man das dann einmal gespielt hat und weiß, wo was ist und sich so ein bisschen zurechtgefunden hat, stört einen das tatsächlich auch gar nicht mehr. Und dann ja, fördert das auch so ein bisschen den Spielfluss, wenn man dann weiß, wo man hingucken muss, um bestimmte Dinge zu machen, wenn man weiß, ja, wie weit man laufen darf, wenn man einfach so ein bisschen das Spiel intus hat, sag ich mal. Aber in der ersten Partie ist es wirklich eine Katastrophe, muss man sagen. Ja, aber dann, wenn man es dann hat, ist das Spiel wirklich gut. Also man hat viele coole Entscheidungsmöglichkeiten. Man kann irgendwie gucken, dass man irgendwie selber produziert oder immer piggybackt bei den anderen, wenn die einen Produktionszug machen. Man kann irgendwie gucken, ja, wie kann ich meine Ressourcen möglichst gut aufteilen, weil es ist dann doch sehr sequenziell verzahnt. Also es ist, ich habe eine bestimmte Ressource und der habe ich dann irgendwie genug. Und mit dieser Ressource, zum Beispiel Elektrizität oder Strom oder was, kann ich dann die Stadt erleuchten. Und wenn ich die Stadt erleuchte, dann ja, kriege ich irgendwie einen coolen Bonus. So, und dann muss ich gucken, vielleicht kriege ich dann noch eine andere Ressource und mit dieser anderen Ressource kann ich wieder was anderes machen. Und da kriege ich wieder eine Ressource, um wieder was anderes zu machen. Natürlich kann ich auch produzieren und so mir von vielen Ressourcen auch was sammeln und dann diese Sequenz so ein bisschen brechen. Aber grundsätzlich macht das immer Sinn, dieser Sequenz zu folgen. Aber man muss es wirklich krass optimieren. Also man darf dann irgendwie keine Ressourcen verschwenden. Und man muss halt schauen, dass man seine Fabrik irgendwie clever aufbaut. Da gibt es doch so ein paar ja, zusätzliche Sachen, die man machen kann mit den Workern, das ist auch ganz cool. Man kann immer ja noch so Worker sammeln und dann noch, wenn man mehrere Worker einer Farbe hat, die auf verschiedene Worker-Placement-Felder setzen, ja, so in Reihe. Das heißt, es lohnt sich eigentlich, Worker gleicher Farbe zu sammeln. Das kann man aber nur, wenn man Aktionen auch doppelt macht. Denn immer, wenn man eine Aktion macht, kriegt man noch einen Worker dazu, der irgendwie eine andere Farbe hat und den man dann bei einem anderen Aktionsfeld einsetzen kann. Und dann hat es noch einen ziemlich coolen Mechanismus. Es gibt so eine Wasserleiste und je nachdem, in welche Richtung man das Wasser bewegt, beziehungsweise von welcher Richtung das kommt, produziert man Dampf oder halt auch nicht. Und ja, das habe ich woanders, das habe ich eigentlich noch nirgendwo gesehen, diesen Mechanismus. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen, mit dieser Leiste. Ja, und ansonsten
Ja, Multiplikatoren kann man irgendwie freischalten, man kann normale Punkte freischalten. Ja, es hat irgendwie alles, was so ein richtig cooles Euro braucht, mit so einem schönen Rondellmechanismus, aber wie gesagt, das ist halt super unübersichtlich. Und ja, die Erstpartie oder jemandem das zu erklären, auch der das noch nie gespielt hat, ist wirklich der Hass, muss man einfach sagen. Ja, es gibt es leider nur auf Englisch bisher. Ich habe mir die Devia-Version auf der Messe als Rezensionsexemplar besorgt und ja, mal schauen, ob das irgendwie auf Deutsch umgesetzt wird. Ich bin sehr gespannt. Ich kann es mir kaum vorstellen, weil es auch nicht so in diese Reihe von Die Weiße Burg und so passt. Mal sehen, ob sich das im Verlag auf Deutsch krallt. Ja, vielleicht nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr, aber vielleicht irgendwann. Mal schauen. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Und ja, das zu Daitoshi. Da bin ich auf jeden Fall gespannt auf die nächste Partie, ob ich da noch so ein bisschen Punkte rausholen kann. Ist auf jeden Fall noch Luft nach oben bei mir. Ja, das zu Daitoshi. Dann das nächste Highlight ist Black Forest, von dem ich euch erzählen möchte. Ich habe tatsächlich ja die Glasstraße nie gespielt, denn Black Forest ist ja quasi eine Weiterentwicklung der Glasstraße von Uwe Rosenberg. Wir haben ja, ja klassisches Kennerspiel, würde ich sagen. Und ja, es lebt tatsächlich so ein bisschen natürlich von diesem Ressourcenmechanismus. Also wir haben zwei Ressourcenräder vor uns. Auf beiden Ressourcenrädern sind unterschiedliche, aber auch gleiche Ressourcen zu finden. Und dann gibt es auf jedem Ressourcenrad quasi so Basisressourcen und dann so höherwertige Ressourcen, die aus diesen Basisressourcen entstehen können. Und diese höherwertigeren Ressourcen, die entstehen immer automatisch, weil das Ganze ist mit so einem Zeiger getrennt. Und wenn der Zeiger sich quasi bewegt oder dieses Rad sich bewegt, dann werden automatisch die niedrigerwertigen Ressourcen oder diese Grundbasisressourcen umgewandelt in höherwertigere Ressourcen mit diesen Zahlen an dem Rad und so weiter. Das ist ziemlich cool. Aber, und das habe ich auch erst Mitte oder Ende der Partie begriffen, es gibt halt auch noch so eine spezielle Ressource. Das sind irgendwie so Wegpunkte oder Wegschritte oder ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der genaue Name ist, aber davon gibt es quasi mehrere auf einem Ressourcenrad und es ist halt zwei Stück nämlich und es ist halt super wichtig, dass man den einen Marker immer möglichst weit vorne hat und den anderen Marker möglichst weit hinten, weil nur so schafft man es, mit dem hinteren Marker das Rad zu blockieren und um dann quasi auch von diesen Basisressourcen mehr sammeln zu können. Denn es gibt zum Beispiel sowas wie so Aufträge wie, ja, sammel 9 Kohle oder so oder sammel irgendwie 5 von einer Basisressource oder was auch immer. Das geht aber nur, wenn man nicht automatisch immer diese Grundressourcen in höherwertige Ressourcen umwandelt. Das passiert halt ganz schön schnell. Und das ist halt einfach dieses automatische Umwandeln, das ist am Anfang wirklich so ein bisschen so ein da muss irgendwann Klick machen, bis man es richtig verstanden hat, wie das Ganze denn funktioniert und wie dieser Mechanismus eigentlich läuft. Ziemlich cool, muss ich sagen. Also diesen Ressourcenmechanismus mochte ich ja auch schon bei Oranienburger Kanal. Bei Glasstraße hätte ich ihn wahrscheinlich auch gemocht, hätte ich das gespielt. Sehr cool, muss man sagen. Ja, und dann ist das Spiel relativ unaufgeregt, ne? Bei Black Forest, ja, wir sind im Schwarzwald unterwegs, da sind viele kleine Dörfer und die besuchen wir und dann können wir in diesen einzelnen Dörfern unterschiedliche Aktionen durchführen. Wir müssen außerdem ja unser Tableau bepuzzeln, also was heißt bepuzzeln, aber wir müssen das belegen, wir können da so ja, Gebäude drauf bauen, die uns permanente Effekte geben, die uns einmal Effekte geben, die uns irgendwie Punkte geben, wir können dort Weiden aufmachen, wir können dort Tiere hinstellen, diese Tiere können wir dann irgendwie ja, für Punkte benutzen oder wir können sie schlachten, um dann irgendwie ja, Dinge zu tun. Also es ist dann quasi so ein Ressourcenmanagement-Spiel mit so ein bisschen, wir laufen auf dem Board rum, um uns die besten Aktionen zu suchen, um dort Aufträge zu erfüllen, um Punkte zu sammeln. Ja, tatsächlich sehr simpel, auch von der Erklärung her. Ich war erstaunt, als ich das erklärt habe, wie schnell ich mit der Erklärung durch war und wie, ja, wie wenig Fragen dann eigentlich auch noch kamen. Also man muss sagen, es ist wieder so ein Spiel, was mal endlich wieder schön gestreamlined ist. Ja, nicht zu viel Schnörkel, gut übers Artwork, das mag ich ja mal nicht so gerne bei diesen Uwe Rosenberg-Spielen. Ich weiß nicht, ob das auch von Clemens Franz illustriert ist. Ist ja nicht so mein Stil, aber so meine Spielegruppe fanden ja das auch alle relativ schön. Die mögen halt diesen Stil. Ja, tolles Spiel. Also ich bin wirklich gespannt auf die nächste Partie. Ich habe richtig Bock, es wieder zu spielen. Black Forest, klasse. Und dann kommen wir zu einem Spiel, quasi ein Wolf im Schafspelz, muss man sagen. Also ich verstehe das nicht so ganz. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. ReSafa. ReSafa, das neue Spiel von Delicious Games, die ja so richtig geile Spiele gemacht haben, wie Underwater Cities, wie ich glaube, Woodcraft ist auch von denen.
Und also wirklich, hier Messina ist auch von denen. Super viele gute Spiele haben die gemacht. Und auch dieses Jahr war ich sehr gespannt auf dieses Resafa. Und ich habe es mir angeguckt. Ich habe es mitgenommen bei der Messe, ein bisschen rabattiert. Und habe gesagt, okay, ich mache dazu was und ich möchte euch davon berichten. Und ich hatte irgendwie, also weiß ich nicht, ich habe schon auf der Messe irgendwie gesehen, die haben extremst viele Exemplare da gehabt. Sie haben, glaube ich, nicht so viel verkauft. Dieser Delicious-Stand war immer leer. Das kennt man ja irgendwie gar nicht so richtig. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das so ist, weil es einfach extremst hässlich ist. Man muss einfach sagen, dieses Spiel sieht so aus, als ob das irgendwie Anfang der 90er rausgekommen ist vom Artwork. Es sieht unfassbar dröge aus. Es sieht so, es ist so wirklich so, als ob, weiß ich auch nicht. Also, keine Ahnung. Es tut mir echt ein bisschen leid für denjenigen, der das designt hat, aber es spricht mich überhaupt nicht an. Und ich glaube, ich bin da auch nicht der Einzige. Aber ich muss euch sagen, dieses Spiel ist unglaublich gut. Es ist wirklich unglaublich gut. Das kann man kaum glauben, wie gut dieses Spiel ist, wenn man das sieht. Wenn man sieht, wie die Packung aussieht, wenn man sieht, wie das Board aussieht, wenn man sieht, wie die Karten gestaltet sind, dann möchte man das Ding am liebsten irgendwie gleich wieder in die Ecke werfen. Aber nein, es ist wirklich toll. Mir hat die Partie richtig viel Spaß gemacht. Wir haben so ein Spiel, bei dem wir im Grunde genommen, was machen wir? Wir versuchen an unterschiedlichsten Stellen irgendwie Punkte zu erlangen. Also wir versuchen eigentlich Handel zu treiben. Es gibt so eine Karte, bei dem wir, da können wir mit unserem Händler rumlaufen, um irgendwelche Trading Goods, also irgendwelche Handelsgüter abzuliefern, um uns dann irgendwelche Boni zu erlangen. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, an so Kanälen zu bauen. Wir wollen so, ja, das Wasser wieder irgendwie in die Wüste bringen. Also wir wollen quasi ja dieser Region irgendwie helfen, aufzusteigen und so ein bisschen Reichtum zu erlangen. Aber dafür brauchen wir halt Wasser. Da gibt es einen ziemlich coolen Mechanismus, dass wir so Kanäle bauen können und dann das Wasser so fließen lassen können und da dann jeweils immer so Punkte für kriegen. Das ist ein ziemlich cooler Mechanismus insgesamt. Dann hat das Spiel oder lebt das Spiel natürlich von dem Kartenmechanismus. Es ist so, dass wir Aktionskarten haben. Diese Aktionskarten haben, ja, wie man das auch von Kutnahora kannte, das ist zwar nicht von Delicious, aber wie man das kennt, haben quasi zwei Aktionen, immer eine oben, eine unten. Man kann sich überlegen, welche Aktion man davon spielen möchte. Aber die Aktionen haben zusätzlich auch noch eine Farbe und diese Farbe bestimmt dann nochmal, was für eine Bonusaktion man machen kann. Das ist auch ziemlich cool. Und dann spielt man quasi seine Standardaktionskarten so durch. Man kann sich dann aber auch noch stärkere Aktionskarten sammeln. Also man kann die upgraden. Das ist auch ziemlich cool. Dann gibt es noch Karten, die man sammeln kann jederzeit, die man irgendwie noch ausgeben kann. Gibt es unglaublich viele coole kleine Mechanismen. Man kann auch an seinem Palast irgendwie so rumbauen. Das ist auch ziemlich cool. Es ist unglaublich viel drin in diesem Spiel. Und man muss unglaublich viel optimieren. Man hat dann irgendwie 1000 Sachen, die man machen kann. Man bekommt irgendwie 1000 Sachen. Manchmal wird es tatsächlich ein bisschen unübersichtlich. Also welche Karte hat man schon gespielt? Welche hat man da noch liegen? Welche Effekte hat man ausgelöst, wenn man sich dann auch noch so permanente Effekte holen kann? Und gibt es da noch so Leisten, auf denen man fortschreiten kann? Aber man darf irgendwie nur bei einer Leiste ganz hoch schreiten. Bei der nächsten Leiste darf man nur aufs nächste Level und so weiter und so fort. Da gibt es dann irgendwie Karten, die man sich aussuchen kann, andere Boni. Also es ist unglaublich viel drin in diesem Spiel. Es ist so extremst viel zusammengewürfelt. Und der erste Eindruck ist einfach, dass es auch echt gut funktioniert. Also ja, ich war extremst erstaunt. Ich will auf jeden Fall noch mal ein, zwei Partien spielen, um noch ein bisschen nachhaltigeren Eindruck zu bekommen. Aber ich sag euch, also wenn ihr so ein bisschen das Artwork beiseite lasst und so ein bisschen nebenher gucken könnt, dann guckt euch dieses Spiel an. Es hat es in sich. Das war's mit den ersten drei Spielen. Und bevor es mit den nächsten vier weitergeht, möchte ich euch noch mal ganz kurz daran erinnern, dass ihr natürlich diesen Kanal abonnieren könnt. Ganz einfach, klickt auf den Abo-Button, macht die Glocke am besten an, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und ja, wenn euch das Video auch noch gefällt, dann könnt ihr auch noch den Daumen nach oben drücken. Wie wäre das? Ziemlich cool fände ich das. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen und jetzt geht's weiter mit den nächsten Spielen. So, und dann kommen wir zu einem kleinen Überraschungshit, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, ich würde fast sagen, das ist der Hit der Messe für mich, mit zumindest. Und ja, ich hatte nicht so viel erwartet. Ich hatte mir ein bisschen vorher was durchgelesen. Es war auch auf meiner, gucke ich mir an, Liste, und es geht um Chandigarh. Das Ding ist auf Deutsch bei Strohmann Games erschienen. Ich habe mir auch ein rabattiertes Exemplar geben lassen, um euch das zu zeigen. Und dazu werde ich ja definitiv noch ein Einzelvideo machen, weil das wirklich so gut ist, dieses Spiel.
Es geht darum, dass wir die Stadt Chandigarh aufbauen. Das ist quasi die größte, ich glaube, die größte Planstadt in Indien. Und die ist quasi in so kleine Sektoren unterteilt. Und wir wollen Gebäude in diese Sektoren bauen. Wir haben einen Architekten im Grunde genommen oder einen Baumeister, was auch immer, einen Architekten, den wir zwischen diesen Vierteln bewegen können. Wir können quasi dann, immer wenn wir dran sind, eine bestimmte Anzahl von Schritten machen. Das hängt davon ab, welche Karten wir in der Auslage haben. Und jedes Mal, nachdem wir einen Schritt gemacht haben, können wir ein Gebäude bauen, sofern wir es dann in unserem Vorrat haben. Je nachdem, ob wir dann noch Viertel voll haben, können wir dann noch so Mehrheitendinger aktivieren oder halt irgendwie, ja, egal. Auf jeden Fall, wir bauen Gebäude. So, und dann ist es so, wir haben immer Karten vor uns liegen, und zwar maximal 3 Stück in unserer Auslage. Und dann, wenn wir uns eine Karte aus der Auslage nehmen als Zug, um die in unsere Auslage zu packen, und das ist die 4. Karte, müssen wir eine von diesen 3 Karten, die wir in der Auslage haben, wegschieben. Das heißt, wir legen sie rechts an und die linkeste Karte wird dann weggeschoben. Und die Karte, die weggeschoben wird, wird gewertet. Und da sind dann quasi immer Bedingungen drauf, die auf dem Board als Allgemeinheit erfüllt sein müssen. Also bestimmte Gebäudekonstellationen. Das heißt, ich kriege zum Beispiel für jedes blaue Gebäude, was gegenüber einem grünen Gebäude ist, 2 Punkte. Und so versuchen wir gemeinsam diese Stadt zu bauen, aber für uns selbst immer die besten Karten zu ziehen und im richtigen Moment zu werten, sodass wir möglichst viele Punkte kriegen. Und das ist ein ziemlich cooler Mechanismus, weil es bringt halt total überhaupt nichts, eine Karte so lange zu bunkern und da ewig drauf aufzubauen, während der andere Spieler sich andauernd irgendwelche Karten nimmt und immer so kleine Punkte macht. Das heißt, man muss irgendwie so den perfekten Zeitpunkt finden, wann man denn eine Karte werten möchte. Außerdem bekommt man, wenn man sich eine Karte nimmt, auch immer noch Gebäude, die tatsächlich aber natürlich nicht zu diesen Gebäuden dieser Karte passen. Und da muss man halt auch immer schauen, okay, nehme ich die Karte jetzt, weil ich unbedingt 2 blaue Gebäude brauche, oder nehme ich die Karte, weil ich die irgendwann werten möchte. Da gibt es noch zusätzlich so Spezialisten, die man anheuern kann. Das ist auch ziemlich cool. Die geben einem noch permanente Effekte und so. Mega. Und dieses Spiel hat so eine taktische Tiefe bei so super einfachen Regeln, denn es gibt einfach nur 2 Aktionen. Entweder ich nehme eine Karte und werte eine Karte, oder ich setze meinen Architekten hier auf der Stadt und baue Gebäude. Mehr ist es nicht. Aber es hat so eine, also es ist unglaublich, wie viel man bei diesem Spiel nachdenken muss, was man alles beachten muss, damit man auch dem Gegner nicht irgendwelche Gebäude hinstellt, die für den gut sind. Und ich muss sagen, das ist so eins dieser Spiele, die, glaube ich, mit 2 Spielern fast am perfektesten funktionieren, wenn man dort dann doch die meiste Kontrolle noch hat. Ich glaube, wenn man das zu dritt oder zu viert spielt, ich habe es bisher nur zu zweit gespielt, aber ich kann es mir vorstellen, wenn man zu dritt oder zu viert spielt, verliert man doch ab und zu die Kontrolle über bestimmte Dinge. Und es wird, der Zufallsfaktor wird einfach ein bisschen höher, oder man hat einfach, es bietet irgendwie, glaube ich, keinen Mehrwert auch, das mit mehr als 2 Leuten zu spielen. Für mich ist das perfekte 2-Spieler-Spiel der Messe und einfach ein absoluter Überraschungshit, ein grandioses Spiel. Apropos grandioses Spiel, da kommen wir gleich zum nächsten grandiosen Spiel. Und ihr wisst ja, ich stehe auf Deduktion, ich stehe aber nicht so auf kooperative Spiele, aber dieses Spiel ist auch wieder grandios. Bomb Busters. Ich habe jetzt ein paar Partien mehr hinter mir. Das Ganze ist so ein bisschen szenario-basierend. Also es gibt so 99 Szenarien und jedes Szenario kommt irgendwie was dazu. Ändert sich irgendwie eine Regel und so. Und deswegen muss man ein paar Partien gespielt haben, auch so ein bisschen besseren Eindruck von dem Spiel zu bekommen. Und es ist grandios. Es ist grandios. Es macht unglaublich viel Spaß. Wir versuchen gemeinsam eine Bombe zu entschärfen. Und das klingt erstmal sehr aufregend, ist aber im Grunde genommen nichts anderes, als dass wir Zahlen, Plättchen auf unseren Leisten haben, auf unseren Kartenhaltern, und diese dann in bestimmten Kombinationen abwerfen müssen. Das sind dann Kabel, die wir durchschneiden thematisch. Und dann geht es darum zu deduzieren, welche Zahlen die anderen wohl bei sich auf der Hand haben und an welchen Positionen sie die haben. Und dann gibt es verschiedene Regeln, die sich da ändern können. Da kann es sein, dass da ein rotes Kabel dabei ist. Also ist eigentlich Standard übrigens nicht immer dabei aus dem Tutorial, was man quasi erst zuletzt durchschneiden darf. Oder es gibt auch gelbe Kabel, bei denen die Zahl egal ist, bei dem die Farbe aber nicht egal ist. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man Kabel in bestimmten Reihenfolgen aber durchschneiden muss. Es gibt zusätzliche Gegenstände, die man noch benutzen kann. Und ist wirklich flott gespielt. Es gibt aber einen Nachteil, das habe ich jetzt schon von öfters gehört. Mich
selbst stört es nicht so ganz. Es funktioniert eher zu viert und zu fünft. Denn es ist so, wenn man zu dritt spielt, zu zweit habe ich es nicht gespielt, aber wenn man zu dritt spielt, hat einer, und zwar der Captain, zwei Kartenhalter, also zwei separate Hände, hat aber natürlich doppelt so viele Informationen, weil er halt zwei Kartenhalter kennt und die anderen Spieler haben jeweils nur einen Kartenhalter. Funktioniert auch, ändert aber so ein bisschen den Flow und auch wie viel Verantwortung man hat, denn der Captain muss das tatsächlich ein bisschen anders spielen als die anderen, weil die anderen sonst aufgeschmissen sind, weil sie viel weniger Informationen haben als der Captain. Naja, mega Spiel. Ich habe es mir ähnlich vorgestellt und ja, richtig cool. Ich bin echt gespannt, was da noch so kommt. Also ich bin noch lange nicht durch die 99 Szenarien da durch. Ich bin gespannt, was da noch so für Gimmicks auftauchen. Ist auch was Cooles ist, man kann halt auf die Packung so kleine Aufkleber kleben. Also wenn ihr irgendwie so ein Achievement habt, weil ihr ein Szenario bestimmtes geschafft habt, dann könnt ihr so auf die Packung das kleben und dann seht ihr auf der Packung, wie viel ihr quasi schon geschafft habt und so. Richtig cool. Hatte ich auch so noch nicht gesehen als Gimmick. Fand ich irgendwie eine ziemlich coole Idee, muss man sagen. Ja, Bombusters mit eines der geilsten Deduktionsspiele der Messe. Ich habe schon gehört, es gibt noch ein anderes geiles, das habe ich aber noch nicht gespielt. Hoffe ich, kann ich demnächst immer machen. Aber bisher Bombusters, das Deduktionsspiel für mich der Messe. Dann möchte ich euch von einem sehr coolen Zweispielerspiel erzählen, und zwar Suna Valo. Das hatte ich auch schon im Vorfeld ja auf dem Zettel. Ich habe es mir jetzt angeguckt, ich habe mir auch ein rabattiertes Exemplar mitgenommen. Und ja, das Ding ist natürlich, ja, man merkt, dass es von Ode ist, der ja auch Cooper Island zum Beispiel gemacht hat. Es ist schon ganz schön für ein Zweispielerspiel ganz schön komplex, muss man sagen. Obwohl die Mechanismen eigentlich relativ einfach sind. Ich habe erstmal ein bisschen geschluckt, als ich die 40-seitige Anleitung gesehen habe. Ich so, what, was ist das denn für ein Buch? Für ein Zweispielerspiel? Und naja, es sind sehr viele Beispiele, sehr viele Bilder dabei. Man ist relativ schnell durch, ist auch ein kleines Format. Das geht alles. Aber ich glaube, das Spiel ist relativ schnell erklärt. So 10, 15 Minuten, wenn man da eine Regelerklärung zu macht, müsste eigentlich hinkommen. Und es hat mir extremst gut gefallen. Was machen wir? Wir sind in so einer postapokalyptisches Setting, wo die Menschheit wieder aufblüht langsam und wir versuchen einen Bauernhof aufzubauen. Und das machen wir, indem wir Karten in unserem Bauernhof spielen. Es gibt ja so Kartenslots, das sind bestimmte Spalten in verschiedenen Farben. Und immer wenn wir dran sind, können wir eine Karte kaufen. Entweder aus der offenen Auslage, aus der öffentlichen Auslage, vom Gegner oder von einem selbst. Die Karten, die man bei sich selbst hat, für die musste man, also die hat man quasi schon bezahlt mit seinen Ressourcen, die man hat, denn jedes Mal, wenn man eine Karte bei sich in die Auslage wieder nachlegt, muss man entscheiden, wie viel diese Karte kostet und diese Ressourcen dann auch aus seinem persönlichen Vorrat ausgeben. Das heißt, ja, wenn man sie selber nimmt, bei sich selber kauft, dann hat man diese schon bezahlt, die Ressourcen gehen weg. Wenn jemand anders die kauft, kriegt man die Ressourcen von dem Gegner und die Ressourcen wieder, die man da draufgelegt hat, weil man die Karte ja nicht bekommen hat. Das ist ein sehr interessanter Mechanismus, wobei uns das so vorkam, als ob es viel zu krass wäre, wenn man beim Gegner kauft, weil man ihm unglaublich viele Ressourcen gibt. Aber naja, da kann man auch gucken, hat er noch Lagerplätze, weil wenn nicht, verfallen die Ressourcen und so weiter. Es geht schon. Und wenn man eine Karte ganz unbedingt braucht, dann kann man das schon machen, glaube ich. Naja, und dann spielt man diese Karten. Es gibt Ressourcenkarten, es gibt andere Karten, so Zahnradkarten, wo man noch so Leisten hochgeht, das ist so Multiplikatorleiste und so. Aber hauptsächlich geht es im Grunde genommen darum, dass wir Ressourcen produzieren und dass wir dann Lieferaufträge erfüllen. Das sind so Schiffslieferaufträge, die kosten einen kompletten Zug. Oder das sind so öffentliche Lieferaufträge oder auch private Aufträge, bei denen wir Drohnen benutzen. Und diese Drohnen ja, befinden sich hauptsächlich in einer Spalte, können auch woanders vorkommen, aber hauptsächlich in einer Spalte. Und dann ist es halt so, ja, wenn wir eine Karte kaufen und die in unsere Spalte legen, dann aktivieren wir immer die komplette Spalte. Das heißt, wir haben quasi so eine Art, das ist keine Kaskade, aber wir haben das ist ein Engine-Builder, muss man einfach sagen. Wir aktivieren quasi ja jedes Mal immer mehr, wenn wir die Kartenreihen erweitern. Außerdem gibt es noch so Reihenboni, die wir machen können. Wir können auf dem Board Verbesserungen freischalten, so Ressourcentausch, den wir verbessern können, kostengünstiger Karten aus dem öffentlichen Ding kaufen, unendliches Lager, wir können Einkommen freischalten, wir können diese Leisten, da können wir Abkürzungen freischalten und so, mega cool. Also es ist wirklich für ein Zweispielerspiel, muss ich sagen, hat es mir extremst gut gefallen. Ich finde es so erfrischend, dass das endlich mal kein so ein Duellkartenspiel ist, wie man sie halt unendlich fach irgendwie in letzter Zeit findet.
Nicht zuletzt durch die ganzen TCGs. Es ist zwar auch kartengesteuert, kartenbasiert, aber es fühlt sich nicht wie so ein Duellkartenspiel an, sondern es fühlt sich wie ein Eurogame an, muss man sagen, mit einem coolen Kartenmechanismus. Ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen und vor allen Dingen ist es super hübsch, ist super hübsch. Wir haben diese Windmühlen, dieses Malerische, es kommt total gut rüber, die Materialien sind auch cool, schwarz und weiß als Farbe mag ich, mit diesen Fässern, die Truhen, die Schiffe und so, die Karten sind toll gestaltet, Dorffeste haben mir nicht so gefallen, das sind so Special-Karten, die finde ich irgendwie ein bisschen lame, tatsächlich, aber ja, mega geiles Game, muss ich sagen, also hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und auch das nächste Spiel ist ein Zweispieler-Superspiel, muss man sagen, also Ironwood von Mindclash Game hat mir wirklich gut gefallen. Ironwood hatte ich mir schon angeguckt auf der Messe, habe es kurz angespielt und erklären lassen. Und dann habe ich mir ein Exemplar mitgeben lassen. Und jetzt haben wir es ein paar Mal schon gespielt. Das ist top. Also erstmal, es sieht unglaublich geil aus. Es hat tolle Materialien. Es hat so schwere Eisen, so Eisen. Marker sind richtig schwer, dann so Eisen-Tokens, so Forges, so schöne Holzmarker noch. Die Karten sehen toll aus. Ein tolles Material, muss man sagen, für so ein Zweispielerspiel. Fast schon ein bisschen überproduziert. Also es ist fast schon, es geht so in diese Richtung Kickstarter, überproduziert, braucht man nicht. Klar, es ist ein Zweispielerspiel, hat auch seinen Preis, aber Material, Bombe. Es geht darum, dass wir quasi zwei Fraktionen sind, die Ironclad und die Woodwalkers. Und die Woodwalkers sind so ein Wald, sind so Waldleute, die wollen die Natur schützen und die Ironclad, die wollen die Natur ausbeuten, wollen Minen bauen, Ressourcen abbauen, ihre Städte vergrößern, pipapo. So, und es geht darum, wer als erstes quasi drei Sachen gebaut bzw. gesaved hat. Die Woodwalkers wollen so Totems finden im Wald und die dann nach außen bringen, damit die Ironclad da nicht mehr rankommen. Und die Ironclad wollen Schmieden bauen, so Forges. Und erstmal ist das cool, weil die beiden Fraktionen, die ja sind nicht auf den gleichen Feldern unterwegs, sondern ja quasi die Woodwalkers sind in einem Wald und an diesem Wald grenzen dann halt eine bestimmte Anzahl von Städte an. Und die Städte sind quasi so über Bergkämme verbunden. Also wir haben unterschiedliches Terrain, auf dem wir uns bewegen. Wir kämpfen aber trotzdem dann immer angrenzend zueinander. Also es geht auch darum, viel zu kämpfen, viel oftmals dann irgendwie eine Karte auszuspielen, die dann ja Angriff, Verteidigung und so Dominanzwerte hat und dann ja den Gegner auszudünnen und so ein bisschen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, da Ressourcen zu haben, dann vielleicht eine Schmiede zu bauen oder dieses Totem zu finden und dann ja sehr gut zu taktieren. Und es ist so, wir spielen jede Runde drei Karten, immer abwechselnd eine. Und am Ende der Runde ist dann noch eine Einkommensphase und dann geht es in die nächste Runde und das machen wir halt so lange, bis einer gewonnen hat. Beziehungsweise bis, so lange, bis einer gewonnen hat. Und ja, es funktioniert unglaublich gut. Ich hätte es nicht gedacht, dass es entsteht da halt so eine Dynamik, dass man ja zum einen irgendwie vorausahnen muss, was der Gegner vorhat. Und zum anderen steht man immer so mit sich im Konflikt, okay, mache ich jetzt einen Zug, der eher mir hilft, mein Ziel zu verfolgen? Dafür lasse ich den Gegner aber vielleicht ein bisschen mehr Luft auf der anderen Seite. Oder muss ich jetzt irgendwo verhindern, dass mein Gegner da irgendwas machen kann? Ich muss ihn da dezimieren oder ich muss ihn da kontrollieren oder ich muss ihn da irgendwie einfach angreifen. Kommt dafür aber mit meinem eigenen Ziel überhaupt nicht voran. Und das ist dann immer so ein Abwägen. Wie ist gerade so der Board State? Kann ich mir das leisten? Ich brauche auch mal wieder neue Einheiten. Aber dann, wenn ich das mache, kann ich nicht angreifen, dann kann er irgendwie machen, was er will, hat er jetzt genug Ressourcen oder nicht. So viele Entscheidungen, die man eigentlich im Grunde bei jeder Karte, die man spielt, machen muss. Und dann ist es auch immer noch, die Karten, die ich spiele, um Aktionen zu machen, die habe ich halt nicht für den Kampf zur Verfügung. Und wenn ich halt eine super starke Karte habe, die ich ausspiele, dann habe ich sie nicht mehr für den Kampf und die war vielleicht auch für den Kampf super stark. Und das ist auch immer so ein Abwägen, okay, welche Karten behalte ich zurück, welche Karten spiele ich aus wegen der Aktion. Und es gibt halt super viele Karten. Also ich habe noch nicht alle Karten gesehen, obwohl wir es jetzt ein paar Mal gespielt haben. Ich bin nicht komplett immer durchs Deck gekommen und lass mich da immer wieder neu überraschen. Es gibt immer drei so Standardkarten pro Fraktion, die man wieder zurückkriegt, mit denen man immer was machen kann. Die kennt man dann natürlich auch vom Gegner, was für Standardmöglichkeiten er auf jeden Fall hat. Das ist auch immer sehr hilfreich. Ja, mega geil. Ich bin auch wirklich kurz davor, nochmal ein Einzelvideo zu machen. Ich hoffe, dass das Ding auch irgendwie auf Deutsch kommt. Bisher, ja, es ist nur auf Englisch, ist aber natürlich
Nee, ist gar nicht. Ist nicht mal sprachneutral. Ich hoffe, dass das irgendwie umgesetzt wird. Es wäre ziemlich cool. Hättest es auf jeden Fall verdient. Ein richtig tolles Spiel. Das war's mit dem Gespielt-Video für heute. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, wenn ich gesagt habe, es sind so viele Highlights am Start. Ich weiß gar nicht, welches Spiel ich als nächstes von diesen unglaublich vielen guten Spielen wieder spielen möchte. Welches als nächstes auf den Tisch kommt. Sag mal, welches von diesen 7 Spielen kommt bei mir als nächstes auf den Tisch? Dann halte ich mich daran und dann zocke ich dann morgen oder die Tage auf jeden Fall eine Partie. Bin ich sehr gespannt darauf, welches da von mir ist. Und ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat,